Thank you. Sie kann schon nicht mehr hingucken oder hat den Wecker gestellt für den Matchball. Mitte. Jawohl, gut aufgepasst. Nochmal. Ja. Und die vollführen jetzt einen wahren Feitstanz bei jedem Punkt, aber das kann man ihnen nicht verdenken. Erinnern wir uns im Tiebreak des vierten Satzes, da haben Kieferschüttler genauso reagiert. Jeder Punkt wird jetzt hier bejubelt. 40-15, Spielball zum 3. Drei beide. Deutschland schlägt auf. Seltsamer Verlauf. 1-0 das Break zuerst für González Massou. Dann drei Spiele nacheinander für die Deutschen. Zum 1-1, 2-1 und 3-1. Und dann wieder zwei für die Chilenen. Wo soll das nur hinführen? Der Ball fällt auf der Seite der Deutschen wieder ins Feld. 0-15. Sie treffen wieder alles. Sie treffen die Linien, so wie im ersten Satz. Und die Deutschen haben Pech, die Bälle bleiben an der Netzkante kleben. 0-40. Ah, wäre das bitter. So, von dieser Qualität Aufschläge jetzt noch zwei, aber am besten drei. Und er trifft diesen Return. Und er kommt genauso schnell zurück. Keine Reaktionsmöglichkeit für Rainer Schüttler. Nichts zu machen, überhaupt nichts. Wie gesagt, sie treffen wieder alles und sie führen deswegen auch 4-3 und haben jetzt Aufschlag. Patrick Kühnen. 6 Mal durch die ein oder andere Davis Cup Hölle im Doppel gegangen. Dieser Spielverlust zum 3-2 war ausschlaggebend. Jetzt nicht hadern. Weiter arbeiten. Die Chancen sind da, bin ich sicher. Statt 4-1 dieses 3-2 und es ist wirklich dramatisch, wie sich hier das Platz wieder gewendet hat. Vielleicht macht es das ja noch mal.
beiden Chilenen sind beflügelt von ihrer Leistung. Ist doch kein Wunder. Sie spielen außergewöhnlich gut. Mutig. Rainer Schüttler geht dazwischen und beendet den Punkt zugunsten der Deutschen. 0:15. Wie gehabt, sie treffen die Linien. Ob mit ihren Returns oder mit ihren Aufschlägen. Das ist kein Vorwurf, das ist eine Feststellung. Sehr gut gemacht von Rainer Schüttler, den Return reingedrückt. Das ist genau wieder der Punkt. Die Bälle dürfen nicht hoch abspringen. Dann bekommen die chilenischen Spieler Probleme. Dann haben Massu und González ihre liebe Mühe. Aber wann kann man schon einen Ball so kontrolliert retournieren? Mir fällt ein Stein vom Herzen.